Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier gefunden, hier den Intrag von der Firma Deutz. Ja, der wurde hier gebaut von 1974 bis 1978, so wie das Stück hier einmal dasteht. Ja, finde ich schon mal ganz cool, das Ganze. Ja, und ja, er ist nicht ganz lokfehlerfrei. Wir schauen uns gleich mal hier die Lokfehler mal an. Ja, wir haben hier, wie wir mal sehen, also wegen dem Licht haben wir hier auch was drin. Das war davor leider nicht da, aber wir fangen schon mal hier einmal an. Ja, vielleicht hilft ja mein Video hier, diesen Mod lokfehlerfrei zu kriegen. Also wir haben jetzt einmal hier, dass das ein Channel nicht laden kann, haben wir ein Error drin. Dann, weil hier die Datei zu groß ist, statt 8192 ist die hier 8245. Ja, dann haben wir hier also Start, Stopp und keine Ahnung, was das ist, das IDL Wave, also das sind also Sounddateien. Einmal natürlich Start ist ja logisch und Stopp, also wenn du Motor ein- oder ausschaltest. Ja, und dann haben wir hier Probleme irgendwie wegen dem Licht oder irgendwas. Hier steht einmal, also Left No Fund, also Right, keine Ahnung, was das sein soll, das hat irgendwas, keine Ahnung, vielleicht ist was hier nicht richtig verbaut worden. Das hat auch irgendwas mit den Reifen zu tun, wie man hier sieht. Ja, und vielleicht hilft ja natürlich hier das Video, dass der Lock fehlt, weil oft ist es so das Problem, ja, dass der Modder das Problem hat. Ja, ich glaube, jetzt hängt sich gleich hier das, also das Spiel nochmal auf. Vermute ich einmal. Muss ich mal kurz mal gucken. Also das kann passieren, sollte normalerweise nicht. Schauen wir mal ganz kurz noch mal nach in den Task Manager, was da ja ist. Ja, also das Spiel ist abgestürzt. Wir starten das gleich noch einmal neu. Ist ja kein Problem. So, sind wir wieder hier. Also wir schauen uns gleich auch hier die Lok mal an. Gleich von Anfang an weg mal. Also wir haben ja hier unseren kleinen Kollegen. Dann sehen wir hier gleich hier unsere Lok. Da kommt schon gleich hier der Fehler her. Also blenden wir es nochmal aus. Sonst sehen wir das Ganze natürlich nicht. Also ich kann nur sagen, falls ihr dann so wie ich es Problem habt, dann entweder hier den Mod raustun oder was. Jedenfalls, der Mod ist hier mit also Simple IC nutzbar, ja. Also, du kannst hier die Türen und diverse Sachen natürlich hier machen. Und wir schauen uns das Ganze natürlich jetzt hier genau an. Also, das Gute kostet hier nur 17 Euro, das ist ganz schon mal günstig. Und 0 Euro Miete, ihr könnt den ja natürlich Dauer mieten. Ja, er hat 60 PS, entsprechend hier 44 kW, 82 Liter Tank, 40 km/h, 4,9 Tonnen und den Reifen drauf von Trelleborg, den DM700. Ja, dann gibt es hier natürlich noch den Original, wie wir hier sehen, die Reifen. Ja, da hast du ein bisschen mehr, also Freiheit unterm Blech. Und dann gibt es hier noch also den Reifenhersteller Nukian. Und das also hat man da überhaupt nicht geschaut, wie man hier sieht. Und dann sind sie auch noch ungleichmäßig hier platziert, wie wir sehen. Also von der XML oder was, weil der sticht hier unterschiedlich durch den Kotflügel durch. Ich glaube kaum, dass das irgendwie unterschiedlich modelliert worden ist. Also wenn dann kaufen, würde ich sagen, dann eher so kaufen. Ja, dann haben wir hier nach hinten diese Plattform. Die Plattform können wir natürlich hier weglassen oder wieder da hinzufügen. Wenn man sie hinzugefügt hat, kann man sie natürlich noch ausklappen hier mit Simple IC. Das ist eine coole Sache. Wir haben jetzt hier in der Kabine hier also Kopfstütze, die können wir ausblenden oder hinzufügen. Ich würde jetzt mal sagen, eher besser dabei als wie weg. Dann haben wir hier vorne eine Frontladerkonsole von Bass. Ja, ist auch noch hier vorhanden. Coole Sache, das Ganze, wie man sieht. Aber jetzt hier, um ehrlich sein, nur hier unten her Anschluss. Aber das geht hier direkt in die Elektraulikleitung. Wir haben vorne noch Zapfwelle, also für die Frontelektraulik. Dann haben wir Farbwahl, also gebraucht Grün.
oder hier kommunal. Das finde ich schon mal nice. Felgenfarbe natürlich gibt es hier auch in weiß. Ja, also ich würde mal sagen, gehen wir hier rauf und kaufen den einmal natürlich ohne und dann natürlich mit. Ja, da gibt es hier noch, also den Intrakt, also 2003 mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit oder natürlich hier mit 40. Ja, jetzt natürlich, jetzt habe ich den mit oder ohne gekauft. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ach egal, jetzt kauft man so nochmal, sonst kann man den nachher nochmal hinzufügen. Ja, jedenfalls, ich finde schon mal ganz cool das Ganze. Ah ja, ohne gekauft, egal. So, der eine ist, glaube ich, hier mit also 25 PS. Starten wir mal. Schauen wir uns noch hier die Lok an. Wie wir sehen, also ist noch nicht so großartig so dazugekommen wie davor. Also, dass das Spiel bei mir abgestürzt ist. Ich weiß jetzt, warum das so ist, aber kann passieren. Sollte natürlich nicht. Wir machen jetzt gleich anschließend hier uns einen Attacher-Test. Und wir blenden mal das mal hier erstmal aus. Wir haben hier vorne, also nur für die Elektrolik. Cool finde ich natürlich hier die Ackerschiene. Mal schauen, ob da hier ein Kugelkopf sich also nachher her vorkommt. Also ich finde, das ist so ein kleiner Allrounder. Also unsere Gemeinde hatte oder hat sogar noch so einen. Wir mal sehen hier, Welle ist hier schick mit animiert. So. Hey, das war Absicht. So, nee, also. Nicht überlegt, um ehrlich zu sagen. Also, man muss schon ehrlich sein. Ein bisschen Spaß gehört dazu. So, Ackerschiene, ja, blendet sich hier, wie man sehen, hier ein Kugelkopf ein. Dynamische Schläuche hier vorhanden. Blöd ist natürlich, mal schauen, ob das hier funktioniert. Nein. Also man kann die Ackerschiene anheben oder abheben. Das finde ich irgendwie so blöd. Man hätte diese mit Maussteuerung noch also machen können. Na, ich werde es jetzt mal retour fahren, jetzt nicht dauernd das Bremslicht angehen. Ich hasse das, um ehrlich sein. Der hängt jetzt hier oben an. Aber wie wir sehen hier, der durch die Zapfwelle nicht. Kann sein, dass das jetzt nicht eingetragen ist oder nicht. Wir können das nachher noch hinten testen. Wir werden jetzt bei denen hier uns noch so den Frontlader Konsole noch hinzufügen. Machen dann hier mit den anderen natürlich dann hier uns einen also Test natürlich. Ja, ein bisschen mit 40 km/h wollen wir nachher auch noch hier uns anschauen. Und wir machen jetzt erstmal hier uns einen Frontlader hinzuzufügen. So. Dann besorgen wir uns noch schnell unseren Frontlader. So, wir nehmen hier den neuen. Also richtig schmutzig wird er nicht. Das werden wir dann auch noch gleich uns nochmal anschauen. Da, wie gesagt, also hat man nicht aufgepasst, finde ich, mit denen her wegen die Leitungen. Innen drin ist aber auch leider nichts animiert als zwecks wegen Frontlade. Wir sehen jetzt zum Beispiel, der wird gerade mal hier. Das ist dann der andere. Aber ich denke mal, um zu schauen natürlich, ob die Position passt, reicht das ja hier. Also ich habe jetzt den falsch natürlich gewählt. Ich hätte den anderen nehmen müssen, aber ist jetzt egal. Wir gehen jetzt mal hierher. Schauen mal hier. Wenn wir sehen, Frontlader. Ja, geht rauf und runter. Schalten wir mal aus. Da sehen wir, Schlüssel ist nicht animiert, aber die Anzeiger hier für die Temperatur und das Ganze her passt natürlich hier schon. Pedal, wie wir sehen, hier ist mit animiert. So, den lassen wir jetzt dann gleich mal dann da stehen.
Machen aber hier noch unseren kleinen Speedtest, wie wir sehen. Hier machen wir hier. Haben wir die 25 km/h. So. Bin jetzt auch gespannt mit den hier. Jetzt sind wir hier drin. Also mit Simple IC können wir hier also Fenster hier aufmachen. Wir können hier das so, dann haben wir hier hinten und hier vorne offen. Wir können hier hinten das Fenster aufmachen und dann nochmal da das Fenster aufmachen, das nach unten klappen. Dann können wir hier das Dach noch aufmachen. Dann sehen wir hier, Spiegel hier sind vorhanden. Her, also das ist schon mal sehr interessant. Wir können natürlich von außen die Türe, wie wir sehen, hier so her. Und dann haben wir hier an der Seite hier das Blech, was wir umklappen können. Hier so her, also das passt schon so ganz gut. Sonst habe ich jetzt her von Simple IC natürlich hier nichts gesehen. Ja, cool wäre es natürlich, wenn wir für also RP-Sachen natürlich hier den Luftfilter, also ja, was man sagen könnte, ja, jetzt muss ich den Luftfilter tauschen, man macht das hier auf und so, das wäre eine coole Sache, aber das ist eine Sache für sich. Hier, das ist der Kollege mit 40 km/h, wir testen natürlich hier unsere 40 km/h jetzt, also haben wir schon erreicht. Ich finde schon mal, ja, die Kiste schon mal nice natürlich. Besser wäre es natürlich, wenn der Lok fehlerfrei wäre. Jetzt haben wir hier mal einen anderen Kollegen natürlich, den kleinen Hänger. Und testen mal hier den kleinen, ob die Zapfwelle der hier auch nimmt. Weil, ja, wenn wir sehen, jetzt hier diese Zapfwelle nimmt das schon. Aber einen anderen Kollegen hat er das jetzt nicht genommen, komischerweise. So. Ja, er hat ja normalerweise auch diese Kupplung ja nicht, also bitte, dann stimmt dann irgendwas mit dem Eintrag, wie wir sehen hier nicht. Aber wenn wir schauen hier, das Kabel geht nicht hier hinten an die Steckdose, was da ist, wie wir sehen, er geht hier vorne hin. Dann stimmt hier auch was nicht, wie wir sehen. Ja, wir können jetzt noch den kleinen nehmen, also, weil, ja, das wäre jetzt von realistisch eher natürlich, also normalerweise der richtige Hänger dafür, finde ich jedenfalls. Wenn man natürlich hier das normalerweise nehmen würde. Aber ich finde, es ist ein cooler Schlepper. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es den natürlich will, mit einem fehlerfreien Lok natürlich geben würde. Wegen die Sounddateien, ja, bräuchte man es ja eigentlich nur, denke ich mal, umwandeln und dann das also austauschen. Dann müsste Pfad und der Name natürlich gleich sein, dann wird es wahrscheinlich ja kein Problem natürlich geben. Man muss halt schauen, dass es dann, glaube ich, es ist Mono, früher war es mal Stereo. Ich weiß nicht, also die ändern halt das immer von Landwirtschaftssimulator zum Landwirtschaftssimulator immer wieder. So, jetzt machen wir hier natürlich unser Lichttest. Ich finde natürlich, das sollte man natürlich auch anschauen, weil wir hatten irgendwas wegen dem Licht auch gehabt. Soweit ich mich in Erinnerung habe. Und was mit den Reifen? Also wenn man Blinker, Reflexion ist schon mal ganz gut. Nummer 5, Nummer 6. Also das passt schon mal. Aber was ist mal hier? Wir haben hier hinten, das sieht aus wie zwei Kegel. Wir haben aber nur oben eine Lampe. Das finde ich eigenartig. Einmal F schalten. Ja, hinten fehlt schon mal die Reflexion des normalen Licht. Jetzt das Bremslicht, das passt. Jetzt gehen wir mal in Ansicht rein. Blinkerkontrolllampe, Warnblinker funktioniert nicht. Das normale Licht, wie wir sehen hier. Da funktioniert auch keine Kontrolllampe. Schade irgendwie. Das ist irgendwas, was ich vermisse natürlich. Außer man sagt natürlich hier, die Birnen sind kaputt. Und ja, dann ist es halt so. Ja, da muss man irgendwann mal einen Service machen und dann ist das natürlich dann geritzt natürlich. Ich finde jedenfalls, also der Schlepper ist eine coole Sache, das Ganze.
Ja, wir können noch mal, also um ehrlich sein, das richtig zu machen, natürlich noch uns hier den anderen, um mal den richtigen Frontlader hinzuzufügen. Da gehen wir erstmal mal in den Shop natürlich mal rein. Kaufen natürlich den richtigen noch einmal. Also, ja, dann würde ich mal sagen, also wir haben hier ob das dann der ist, ist eine andere Sache. Das schauen wir mal. Also ich gehe mal davon aus. Jetzt gehen wir mal zurück. Und also verkaufen den hier. So, steigen nochmal ein. Ich habe doch den verkauft. Warum ist der noch da? Komisch. Warum ist er noch da? Ich habe doch den verkauft. Naja, egal. Normalerweise, wenn ich was verkaufe, dann ist es weg. Ich weiß nicht, warum es noch da ist. So, wir haben ja davor die falschen Anschlüsse gehabt. Schauen wir das Ganze natürlich jetzt nochmal so her an. Dann sehen wir hier, also das geht hier mitten rein, die Anschlüsse her. Aber er hat hier in den Fahrerraum, hat er, wie man jetzt hier noch mal genau nochmal schaut, keine Animation deswegen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, und da finde ich, da gehört noch was gemacht. Aber wie gesagt, ist ein cooler Schlepper. Leider nicht lockfehlerfrei, wie wir hier sehen. Ja, da kann, es ist leider so. Hier haben wir ja, jetzt weiß ich auch, warum das Spiel abgestürzt ist. Also er hat das Simple IC nicht richtig verbaut, wie wir hier sehen. Dann kommt hier ein Lure Call Stack. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und um das, was ich nicht verstehe, also wenn ich meine Oldtimer Mods verwende und das Ganze, ich habe da keine Probleme, wenn ich dann mit Simple IC natürlich hier spiele, dass es da was gibt. Deswegen also immer drauf achten. Bei dem Mod wurde wahrscheinlich mal irgendwie was nicht richtig gemacht mit der Verbauung von, also Simple IC. Es funktioniert zwar, wenn wir uns das hier so anschauen, aber wir haben trotzdem hier diesen Logfehler. Wenn wir diesen Logfehler haben, kann es passieren natürlich, dass es natürlich hier zum Spielabschluss führt. Und dann haben wir leider keinen Spaß, wenn man hat den Intervall auf 15 Minuten und er hat noch, also hat gespeichert, also her, und dann sind dann vielleicht 10 Minuten weg. Ja, das kann passieren. Und 10 Minuten kannst du viel machen mit kleinen Geräten oder solche Sachen oder natürlich mit großen Geräten. Und da hast du dann keine Freude natürlich, ist meine persönliche Meinung. Aber ich hoffe, euch hat natürlich mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.